Oh Leute, jetzt ganz genau zuhören. eWeber.com bietet jetzt mittlerweile sogar PS4-Spiele an, die ihr günstiger kaufen könnt, als ihr sonst gewohnt seid. Aus dem Shop, aus dem Laden, von Amazon oder. Das heißt, wenn ihr Interesse habt an einem geilen Game, nutzt den Code Shappy für 3%. Dazu kriegt ihr noch einen Euro hinterhergeschmissen. Und wenn ihr PSN-Karten braucht, klappt das genauso. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Wir haben natürlich nicht so viel Content, dass wir da großartig was Geiles zu machen können. Aber ich habe heute ein Video. Da habe ich wirklich schon seit längerer Zeit dran gearbeitet, habe überlegt, wie ich das mache, wie ich das zusammenstelle, wie ich das zeige, wie das verständlich wird. Und wir machen jeden Einzelnen, der heute zuguckt, mal wieder etwas besser. Und das ist ja etwas, was ich wirklich sehr, sehr gerne in Black Ops 4 gemacht habe. Tipps geben, Tricks, Ideen, Klassensetups, all sowas. Und wir haben heute etwas, das habt ihr bestimmt schon ganz oft gesehen, wenn Optik spielt oder wenn irgendeiner der Pro-Clans spielt. ADS-Spam, also im Prinzip, ich zeige euch das so ein bisschen im Hintergrund auch, wenn ihr mit der Maddox zum Beispiel doppelschnell ziehen seht, dass irgendein Pro-Gamer ganz oft ranzoomt und wieder rausgeht und sich währenddessen bewegt. Viele haben mich in den letzten Wochen und Monaten gefragt, warum sie das machen, was für einen Sinn das hat, und J-God, das ist glaube ich aus dem Carnage-Clan einer, hat da vor 2-3 Wochen ein Video drüber gemacht und ich fand das so gut, dass ich mir überlegt habe, das werde ich euch auch mal präsentieren. Dieser ADS-Spam, den ihr seht, das funktioniert nur mit Waffen, die doppelt schnell ziehen haben, weil ihr einfach, was viele nicht wissen, schnell ziehen 1 sorgt dafür, dass ihr die Waffe schneller ziehen könnt, schnell ziehen 2 sorgt dafür, dass es noch schneller ist, aber eure periphere Sicht, das heißt die Sicht von der Map vor euch, um das Visier herum, bleibt die gleiche, als wenn ihr ohne schnell ziehen sozusagen spielt und gar nicht erst in die Waffe reingeht. Wenn ihr das einmal ausprobiert, seht ihr, was ich meine. Das macht schon einen großen Unterschied, das ist wirklich sehr stark. Deshalb geht das Ganze aber nur mit Waffen bei Black Ops 4, die schnell ziehen 1 und 2 verfügbar haben. Viele Pro-Gamer machen das und viele Leute fragen sich immer wieder, warum. Und es hat im Prinzip zwei Gründe. Der erste Grund, der ist relativ banal. Ihr müsst dabei bedenken, viele Pro-Gamer und viele Kleine spielen mit oder haben Ernährungsberater, die haben Psychologen, die haben ein riesiges Equipment an Staff um sich herum. Leute, die dafür sorgen, dass Scampi und Co. mental fit sind, körperlich fit sind. Natürlich ist man als Bauarbeiter zum Beispiel in einer ganz anderen körperlichen Belastung ausgesetzt als ein Pro-Gamer, der 8-9 Stunden zockt. Aber nichtsdestotrotz hat man festgestellt, dass es auch für die Jungs sehr wichtig ist, gut ernährt zu sein, sich generell gut zu ernähren, sportlich zu sein, halbwegs fit zu sein, soweit das irgendwie bei einigen immer möglich ist. Und eins wurde dabei festgestellt, und zwar, dass das Gehirn von Pro-Gamern wirklich sehr, sehr anders arbeitet als das von einem normalen Zocker zum Beispiel. Das geht darum, dass die Analysefähigkeit im Hirn sehr, sehr schnell ist, dass die Reaktionsfähigkeit natürlich sehr, sehr schnell ist. Und damit man diese Synapsen, im Gehirn laufen Synapsen und diese Synapsen sind im Prinzip verbunden oder dadurch werden kleine Stromschläge durchs Gehirn gesendet und das sind Signale und Infos für andere Bereiche des Körpers. Und ein dieser, ich sag mal, Mechaniken, die das Gehirn hat, ist im Prinzip, dass man sich selber beschäftigt halten möchte mit den Fingern, mit den Händen, dass das Gehirn auf Hochleistung weiterhin arbeitet. Und das seht ihr zum Beispiel bei diesem ADS-Spam. Viele Pro-Gamer machen das gerne, damit sie sozusagen die Reaktionsfähigkeit behalten, als wenn sie jetzt 10 Sekunden stumpf mit der Taste oder mit dem Finger auf L1 gerade ausgucken. Das ist aber nicht der einzige Grund, es gibt noch einen viel, viel wichtigeren und den kennen super viele Leute nicht und den würde ich euch heute gerne vorstellen. Ihr seht das so ein bisschen im Hintergrund, wir haben das einfach jetzt einmal verglichen. Und zwar, wie sieht es aus, wenn ihr euch auf der Map bewegt, egal ob jetzt in Competitive oder Multiplayer, wenn ihr gar nicht im Scope seid, wie schnell seid ihr dann? Wie schnell seid ihr, wenn ihr durchgängig mit schnell ziehen 1 und 2 im Scope durch die Gegend lauft? Und wie schnell seid ihr überhaupt, wenn ihr schnell ziehen 1 und 2 ausgerüstet habt und dann mit ADS-Spam, das heißt Aim Down Sights, also im Prinzip ins Visier gescoped oder in die Waffe gescoped oder reingescoped, wie ihr es übersetzen wollt, wie sieht es dann aus, wie schnell seid ihr dann? Und ihr seht das relativ deutlich, wenn ihr mit Schnellziehen 2 den ADS-Spam nutzt, das heißt immer mal reinzoomen, rauszoomen, euch währenddessen bewegt, seid ihr deutlich schneller, wirklich deutlich schneller, als wenn ihr einfach nur fest reingescoped nach rechts oder links euch bewegt. Das ist der große Vorteil von Schnellziehen 2 und deshalb machen das viele Pro-Gamer auch. Sie können einen Bereich der Karte mit dem Visier abdecken, meistens das LV, manchmal das Reflexvisier. Ich kann das LV nur dafür empfehlen, weil ihr die beste Sicht habt, die beste periphere Sicht.
Wenn sie das machen, haben sie die Möglichkeit, sich schneller zu bewegen und haben den großen Vorteil, einen größeren Bereich abzudecken in kürzerer Zeit und sind trotzdem mit dem Scope immer wieder auf der Richtung, wo sie vermuten, dass ein Gegner kommt, dass sie hingucken müssen, sodass sie immer die Möglichkeit haben, trotzdem gezielte Schüsse abzugeben. Das ist auch im Multiplayer ein großer Punkt. Das heißt, auch wenn ihr ganz normal nicht competitive spielt, sondern Multiplayer, öffentlich, just for fun, ein bisschen Pubstumpen, nutzt das bei Waffen aus, die diesen Vorteil haben. Wir haben ja einige Waffen, die doppelt Schaft haben, also Schaft 1, Schaft 2. Da könnt ihr zum Beispiel Dropshotten, das könnt ihr mit Schaft 1 nicht, weil er sich dann jedes Mal mit dieser Animation hinlädt. Bei Schaft 2 geht das. Ihr habt Waffen, die schnell ziehen 1 und 2 haben. Nutzt diese Waffenvarianten wirklich aus und testet euch für euch einfach mal, wie funktioniert das für mich, wie sieht das aus, komme ich mit schnell ziehen 2 klar, mag ich schnell ziehen 1, reicht es mir aus. Das sind alles solche Sachen, die ihr einfach mal ausprobieren müsst und die gelten natürlich für dieses Spiel, aber auch für jedes andere Spiel, wo das gleiche wiederkommen könnte. Ich weiß jetzt noch nicht, ob wir solche Schnellziehen 1-2 Varianten in Modern Warfare haben werden in 2-3 Monaten. Aber wenn ja, sind das Mechaniken, die euch definitiv helfen. Und ein zweites Ding, und das ist auch sehr wichtig, das seht ihr auch so ein bisschen oder habt ihr gerade gesehen. Es gibt Rotational Aim Assist. Das bedeutet im Prinzip, wenn ihr auf einen Gegner zoomt und an dem vorbeirennt, dann merkt ihr, dass euer Steuerkreuz oder euer Zielkreuz relativ auf ihm drauf bleibt und erst wenn ihr wirklich deutlich von ihm weg seid, dann geht ihr weg. Das, was da sozusagen euch zeigt, hey, hier ist was, das ist die Hitbox von dem Gegner. Die Hitbox bei jedem Spezialisten hier im Black Ops 4 ist dieselbe. Das heißt, egal ob euer Charakter größer, kleiner, dünner erscheint, die Hitbox ist immer dieselbe. Und wenn ihr dieses Rotational Aim Assist benutzen wollt, dann ist es immer am hilfreichsten, wenn ihr beide Mechaniken zusammen nutzt. Das heißt, ADS-Spam, da kommt ihr dann, wenn ihr dann in der Nähe von dem Gegner seid, automatisch auf diesen einen Punkt, dieser eine Punkt, der, wo ihr eigentlich noch weg vom Gegner zoomt, aber der Aim Assist, den ihr hier habt, also im Prinzip heißt es eigentlich Target Assist. Aim Assist ist nämlich nur in Zombies. Hier ist es Target Assist, aber wir bleiben bei Aim Assist, weil das die meisten als Begrifflichkeit kennen. Dann geht dieser eine Punkt, den ihr habt, ein Stückchen weiter Richtung Gegner, so dass ihr dann automatisch mehr oder weniger auf dem Gegner seid. Das ist der große Vorteil, den ja auch Konsolenspieler über PC-Spieler haben. Dafür kommt natürlich auf dem PC mit der Maus kann man viel genauer aimen als mit einem Controller. Wenn ihr mit Aim Assist Maus gegen Controller spielen würdet, hättet ihr auf dem Controller in 100 von 100 Fällen keine Chance dagegen anzugehen. Deshalb ganz wichtig, Leute, nutzt das aus, übt das ein bisschen, guckt, dass ihr über den Gegner rüber strifen könnt, so dass ihr irgendwann an diesem Punkt seid. Das nutzen auch viele Pro-Sniper. Ich bin mir nicht sicher, wie der Begriff heißt, weil ich kein guter Sniper bin, aber die nehmen auch manchmal diese Rotation von rechts nach links, so dass sie irgendwann innerhalb von einer Millisekunde merken, dass sie auf der Hitbox von dem Gegner sind und ihn damit dann mit dem Hit treffen können. Jedes Mal, wenn ihr von rechts nach links über den Gegner geht, werdet ihr merken, ihr zielt schnell, dann kommt der Gegner, dann ist es ganz langsam und dann, wenn ihr an dem Gegner vorbei seid, geht es wieder schnell weg. Das kann man nutzen natürlich, um besser zu zielen. Das ist eine Hilfe für Controller-Spieler und jeder von euch, der sagt, dass Aim Assist oder Target Assist keinen großen Unterschied macht, kann gerne mal ein paar Runden ohne spielen. Es macht auf dem Controller einen riesen Unterschied und ich kann es auch nur jedem wirklich empfehlen. Das, was die Pro-Gamer halt machen, ist das Ausnutzen, dass sie irgendwann auch dann diesen Punkt haben beim ADS-Spam, dass sie sich A, schneller bewegt haben, gleichzeitig aber auch die Möglichkeit haben, irgendwann zu merken, wenn der Aim-Assist vorne auf dem Gegner drauf knallt. Der knallt richtig drauf und man merkt einen größeren Widerstand. Und dieser größere Widerstand ist genau das, was die ganzen Pro-Gamer gerne wollen und auch das, was gute Public-Spieler gerne wollen. Manchmal funktioniert das auch hinter einer Wand oder irgendwo im Dunkeln. Wenn ihr dann merkt, dass euer Scope jetzt nicht so einfach nach rechts oder links geht, wie ihr das vielleicht gewohnt seid, dann könnt ihr theoretisch auch mal ein, zwei Schüsse dahin loswerden und ihr trefft in der Regel zumindest mal ein Bullet oder eine Patrone und ihr wisst, da ist ein Gegner. Ich habe mir gedacht, das wäre auf jeden Fall mal sinnvoll, euch das heute irgendwie nahe zu bringen, weil die Frage kam schon ganz oft und im Prinzip, warum machen Pro-Gamer das? Es hat eben diese zwei Gründe. Wenn ihr mehr von solchen Tipps gerne haben wollt, Leute, dann schreibt mir das unten in die Kommentare, weil es gibt im Black Ops 4 aktuell nicht so viel Content, aber natürlich möchte ich trotzdem auf meinem YouTube-Kanal weiter Content bringen. Und dazu gehört eben auch, dass man sich neue Sachen einfallen lässt, sich irgendwo Sachen auch mal abguckt. Und J-God hat das ziemlich cool erklärt.
Ihr könnt euch das in Englisch gerne auch bei ihm angucken. Der hat da eine andere Variante für genommen, wie es darstellt, aber ich fand es für mich, für euch so am hilfreichsten. Wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst ein Like da. Ihr bekommt auf jeden Fall übermorgen ein neues Video. Ich habe schon eine schöne Idee. Ich bin raus, haut rein.